heutigen Evangelium heißt es: Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das Evangelium, das passt sehr gut zum heutigen Fest, denn wir feiern heute das Fest der heiligen Lucia. Lucia wird auch Lichtbringerin, Lichtheilige genannt. Denn Lucia hat vielen Menschen in den dunkelsten Lebenszeiten Licht gebracht. Und sie hat immer wieder auf den hingewiesen, der das wahre Licht der Welt ist. Hören wir jetzt die Geschichte der heiligen Lucia. Vor langer Zeit, ungefähr vor 1700 Jahren, lebte in Sizilien eine reiche Familie. Die Tochter hieß Lucia. Der Name Lucia kommt aus dem lateinischen Wort Lux und bedeutet im Deutschen Licht oder Lichtbringerin. Lucia war ein hübsches, freundliches und lustiges Mädchen. Alle Leute mochten sie gern. Damals glaubten nur wenige Menschen an Jesus. Und die, die glaubten, wurden verfolgt und versteckten sich in Höhlen der Stadt. Trotzdem war Lucia von Jesus begeistert. Sie spürte seine Liebe in ihren Herzen und nahm sich vor, wie Jesus zu leben. Aber eines Tages bekam Lucia ein großes Problem. Die Eltern suchten einen Mann für sie aus. Lucia fragte sie erst gar nicht. Das war damals ja nicht üblich. Aber Lucia hatte ganz andere Pläne. Sie wollte überhaupt nicht heiraten. Sie hatte doch noch von Jesus gehört und war begeistert, wie er zu den Menschen gezeigt hat, dass sie alle bei Gott ein größeres Zuhause haben. Die Eltern wollten das nicht verstehen und versuchten sie umzustimmen. Aber Lucia blieb hartnäckig und sagte: Ich will ein bisschen wie Jesus leben. Und hier, wo ich lebe, soll es hell werden in der Welt. Es gibt doch so viele Einsame, Kranke und Obdachlose in unserer Stadt. Die müssen doch denken, Gott hat sie im Stich gelassen. Ich will ihnen ein kleines Licht anzünden, damit sie nicht verzweifeln. Doch ihre Eltern wollten nichts mehr davon hören. Da wurde Lucia traurig. Sie verließ den Kreis der Freunde und war meist in ihrem Zimmer. Sie saß oft da und lauschte nach ihr innen. Sie liebte es immer mehr, so still da zu sitzen. Sie wartete auf die Gottesstimme in ihrem Herzen. Plötzlich und unerwartet starb eines Tages ihr Vater. Ihre Mutter war darüber so traurig, dass sie schwer krank wurde. Lucia pflegte ihre Mutter voller Zärtlichkeit und betete zu Gott, dass sie wieder gesund wird. Eines Tages war es ihr, als hörte sie eine Stimme: Dein Vertrauen zu mir ist so stark, dass die Dinge sich ändern und deine Mutter gesund wird, bat Lucia. Als die Mutter tatsächlich gesund geworden war, bat Lucia erneut: Mutter, lass mich bitte gehen. So wie ich dir geholfen habe, muss ich anderen Menschen auch helfen. Ich weiß es, das ist meine Aufgabe. Viele Menschen brauchen mich. Es leben mehr arme als reiche Menschen hier. Auch unsere Verwandten und Freunde haben nicht genug. Bitte gib mir all die schönen Dinge und wertvollen Sachen, die ihr mir für meine Hochzeit ausgesucht habt. Ich will alles verkaufen und es den Armen schenken. Die Mutter spürte, dass es Lucia sehr wichtig war und gab nach. Gleich machte sich Lucia auf den Weg. Sie verkaufte alles und verschenkte es an die Notleidenden der Stadt. Die Menschen in der Stadt nannten sie Lucia, unser helles Licht. Lucia wusste auch, dass einige ihrer Freunde Christen waren, die sich vor römischen Soldaten in Höhlen versteckt hatten. Jeden Tag betete sie für ihre Freunde. Als Lucia eines Abends in ihrem Zimmer betete, da ist es ihr, als höre sie eine Stimme in sich: Lucia, Lucia, hilf meinen Brüdern und Schwestern, geh in ihre Höhlen und mache ihnen eine Weihnachtsfreude. So packte Lucia zwei Körbe voll mit Essen und Trinken.
damit sie etwas sehen konnte und die Hände zum Tragen brauchte, setzte sie sich einen Kranz mit Kerzen auf den Kopf und ging zu ihren Freunden in die Höhlen. Wie sehr freuten sich die Menschen in den dunklen Verstecken, als Lucia zu ihnen kam. Lucia brachte mit dem Inhalt des Korbes nicht nur Nahrung, sie brachte auch Licht und Wärme in die Dunkelheit. Die Menschen freuten sich und sagten zu ihr, sie ist wirklich ein Kind des Lichts. Alles wäre nun gut gewesen, wenn ich die Bräutigam erfahren hätte, was Lucia getan hatte, statt ihn zu heiraten. Voller Wut und Hass ließ er Lucia zum Richter des Kreises kommen. Der fragte sie, bist du eine Christin? Lucia antwortete, ja, ich bin eine Christin. Ich will Liebe Gottes zu den Menschen dieser Stadt bringen, damit auch ihr Leben ein wenig heller wird. Denn Jesus ist das Licht der Welt, ist für alle Menschen gekommen. Darauf verurteilte der Richter Lucia zum Tode. Sankt Lucia, Sankt Lucia, du Licht in allen Nöten, du hilfst den Menschen in der Not, bitt auch für uns beim guten Gott. Sankt Lucia, Sankt Lucia, du Licht in allen Nöten. Sankt Lucia, Sankt Lucia, du Licht in diesen Tagen, erfüll mit Mitleid unser Herz, damit wir lindern Not und Schmerz. Sankt Lucia, Sankt Lucia,